Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros... Okay, hallo Leute, wir spielen heute wieder Assassin's Creed Black Flag. Ja, ich habe jetzt mal direkt schon mit der Aufnahme die Mission gestartet. Und schauen wir mal, was der liebe Gouverneur so von uns möchte. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Junior, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Oh, erstmal schön eine Piece dabei bekommen. Okay. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der neun Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch hinderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Bleibt gut durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe vier Kugeln fasst und nicht andersherum. Ich werde einen englischen Freund von mir treffen, Julian. James Tucker. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique. Okay. Herausforderung. Vielleicht nochmal kurz nachladen. Okay. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Jetzt komm, hau rein. Hey, Digga. Was ist das denn jetzt für eine Kacke? Alter, du... Oh Mann, du sollst nachladen, Mann. Oh, meine Güte. Na, hier, komm. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran, trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. So, geht doch. Oh Mann, ey. So, was will er hier? Nochmal schnell kurz nachmachen. Mann, was ist denn falsch? Irgendwelche Probleme, der Junge. Der soll einfach mal nachladen. Weil der Witz ist, wenn du Y drückst, dann schießt er. Und wenn du Y gedrückt hältst, dann lädt er nach. Duncan, wo sind eure Klingen?
Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Oh, hier kommen jetzt nochmal schön ein paar Assassinenklingen, oder was? Oh. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenirs. Zwei Klingen, so will es der Brauch, oui. Brauch, all. Danke. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? So. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor ja, natürlich. Hallo? Kann ich? Ich will hier hoch. Achso, darum geht's. Ich glaube, der unser Fuzzi hat überhaupt keine Ahnung, was er machen soll. Sag mal, ich möchte doch jetzt mal da hoch. Ja. Meine Güte. Ja, ja. Sag mal, ist der eigentlich bescheuert? Ach so, okay. Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Ja. Achso, Rinde nochmal, okay. Hättiger. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher I. So. Wunderbar. Meine Güte, ey. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht, doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir, konnte ich.
Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Endlich beisammen und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr, keine Lügen. Erstmal schön, die Hostis beklaut. Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Sehr schön, erstmal die beiden Compadres hier erstmal schön beklauen. Sehr, sehr nice, auf jeden Fall. Und wir sind jetzt Templer. Also ist irgendwie auch so ein bisschen ähnlich wie Rogue. Schlaf gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. Okay. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Was werde ich machen? Gleich morgen früh. Oh, 500 Gold, nenne ich es jetzt mal, haben wir noch bekommen. Sehr, sehr schön. B, um Piraten als Leibwache anzuhalten, okay. Also Leute, das ist auf jeden Fall mal ein bisschen komisch jetzt. Also anscheinend sind wir jetzt genauso wie in Rogue, sind wir jetzt irgendwie Templer. Also irgendwie sind wir abgehauen von den Leuten. Also derjenige, den wir gekillt haben. Und wir sind jetzt natürlich der arme kleine Freibeuter, der sich jetzt hier als der Assassine verkleidet. Naja, wollen wir mal schauen, was uns jetzt hier an den Docks erwartet. ¿Alguna vez has tenido...
Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie, Sinduda. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr... Das war doch ein Assassin, oder Leute? ...zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht. Ich hab da gerade einen Assassin gesehen, Leute. Ich glaube, wir haben gleich ein Problem. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Wir haben gleich ein Problem. Das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Die sind hier doch irgendwo. Assassinen! Da sind sie. Da oben! Sie sind auf den Dächern! So, nehmen wir die Klingen. Ja. Okay, da oben ist ein Schütze. Erstmal müssen wir ihn hier ausschalten. So, tschüss. So, da ist noch ein Assassine. Niemand kann uns aufhalten. Oh, shit. Der Weiße wird es noch nicht so lange überleben, wenn die hier die ganze Zeit schießen. Hä? Zu lange, zu weit vom Verbündeten entfernt. Was soll denn die Kacke schon wieder? Ey, das darf doch wohl nie wahr sein. Ey, man versucht einmal den Leuten zu helfen, indem man mal auf die Dächer geht. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Achtet auf Straßen und Gassen! Sie können überall sein! So. Wo sind die nächsten Assassinen? So.
Hä, wo bleibt er denn? Ist er voll Horst. Ich versuche hier die ganze Zeit den Weißen zu schützen. Funktioniert aber nicht. So, raus mit dir. Meine Güte. Oha. Stoppt ihn! Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mann, ich kann es einfach nicht mit diesem Scheiß klettern. Es regt mich auf. Nein. Mach langsam, dann wird's leichter für uns. Ich hab's leider jetzt nicht geschafft, ey. Weil ich bin die ganze Zeit noch in diesem Rogue-Feeling, dass man jetzt da immer an diesen Wänden hochspringen kann. Und jetzt konnte man da gerade schon wieder nicht hochspringen. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. So, jetzt bleib stehen. Kleine Drecksau. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Ja, vielleicht solltest du das mal machen, ey. Jetzt steig doch mal auf, ey. Jetzt renn um dein Leben, Edward, Mann. Hier, jetzt gibt's aufs Gesicht. Idiot. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios. Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Natürlich. Gut. Also Leute, ich würde sagen, das wär's dann auch mal mit dieser Folge von Assassin's Creed. Black Flag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, haut rein. Tschüss.